Willkommen bei Pokémon Y! Wir sind hier dabei, in Versailles einzutreten, oder Versailles. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich was auf dieser Route übersehen. Ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, zwei Trainer fehlen mir, die werden wir noch untersuchen. Wo ist es? Wo könntest du sein? Oh Gott, scheiße. Mein Käufer! Oh, mein geliebtes Käufer ist verschwunden. Okay. Hast du das gehört, die Schara? Lass uns beim Suchen helfen. Stell dir mal vor, die Stimme sein muss, dass eigene Pokémon verschwindet. Ja, mich hasst es nicht, deswegen wird man jetzt nicht verschwinden, das ist der Unterschied. Da wird man ja verrückt versorge. Mein geliebtes Käufer ist verschwunden. Nein! Okay, die Schara von einem. Das schönste Pokémon der Welt, okay. Also gerade mal halb. Gerade mal ansatzweise schön genug für meine Jessie. Okay. Ich bin eine Barde auf Wanderschaft. Bitte lausche meinem holden Sang. Dreimal vergingen 1000 Jahre, als Kalos Schönheit gerühmt zu Frank. Durch des Krieges Geisel je verheeret, gar jummervoll in Drummer sank, bis aller Herzen Kraft verzerret. Alter, nein! Ich möchte kein Trinken diesen Mongus geben! Oh Gott, ich drehe hier noch durch, wenn ich mich noch einmal fragen. Es ist nicht nur die Architektur dieses Palasts, sondern das Zusammenspiel mit den Skulpturen und Gemälden, die seine Schönheit ausmachen. Ich muss euch echt mal eine Geschichte erzählen, die mein Vater in Frankreich hatte, weil es passt so wie die Faust aufs Auge, was hier abgeht. Die Pokémon haben hier wirklich brav gewartet. Pokémon sind ja so lustig. In diesem Zimmer haben früher Pokémon gewartet, wo sie im Kampf eingesetzt wurden. Okay. Sind vielleicht Stühle nicht etwas unpassend für Pokémon? Wären nicht vielleicht Sitzkissen besser für sie oder sonst was? Eines Kesurio, das eine Gruppe Gladiantrian führt, okay. Goldenen Ritos. Ah. Ja, der Palast ist auf jeden Fall schon mal cool. Schauen wir uns hier mal weiter um. Wow! Okay, besser Dialog ever. Dieses Zimmer soll früher mit zahlreichem Kunsthandwerk aus Gold und Silber, Juwelen und Medaillen geschmückt gewesen sein. Okay, gut zu wissen. Dann schauen wir mal, was hier ist. Ich glaube, ich träume. Die sagen ja alle so schrecklich viel, das gibt's ja gar nicht. Warum, was der König voll Kaloss wohl mit Pokémon gehalten hat. Ja, gehasst wird er sie kaum haben, weil jeder hier liebt Pokémon. Für den Besitzer dieses Palastes ist ein Fest etwas ganz Alltägliches. Aber das ist wohl nicht verwunderlich, wenn man es nicht anders kennt. Anstatt alleine ein Menü mit mehreren Gängen zu sich zu nehmen, sollte man lieber gemeinsam mit anderen ein fröhliches Essen veranstalten. Ja, jetzt bin ich halt mal den rechten Weg gegangen. Links hätte ich auch noch irgendwo hin können. Oh Gott, hier könnte ich ja... Boah, richtig groß. Das hier... Sag doch mal, in welchem Raum sollen wir als nächstes gehen? Verkaufen die hier gar keine Souvenirs? Ihr wisst schon, zum Beispiel Lava-Kekse. Nun, laut dem Reiseführer. Okay, die wollen, möchten schon aber nicht mit mir reden. Diese Stühle sind einfach fantastisch. Egal, aus welchem Winkel man sie betrachtet, sie sind perfekt. Was für ein bezauberndes Design. Okay. Gut, schauen wir dann mal hier. Hier befindet sich... Oh, ob der König dieses Porträt bauen ließ... Der diesen Palast bauen ließ, wofür dieses Porträtmodell gestanden hat. Nun, ich glaube, dieses Porträt ist uns jetzt nicht unbekannt. Nettes Detail. Durch die Reflexion des Spiegels scheint es, als gäbe es zwei Balkone. Okay. Vor langer Zeit sollen Könige Pokémon als Wachposten eingesetzt haben. Wenn es Pokémon mit der Fähigkeit Insomnia waren, sind sie nie bei der Arbeit eingeschlafen. Nun gut. So... Hier hin. Und wow. Das ist cool. Das sieht richtig geil aus. Schaut euch das mal an. Hier sind... Achso, hier kann man sogar raus. Episch. Hier sind Tratini-Statuen. Und der Ausblick ist amazing. Was? Ist das ein... Ist das ein Reshiram? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Cool. Auch wenn der Garten etwas komisch aussieht. Aber das ist cool, diese Aussicht. Episch. Und hier? Kann ich nicht durch. Schade. Gut, was haben wir denn hier? Der Ausblick vom Balkon kann man einfach nur als atemberaubend bezeichnen. Oh, das glaube ich. Das schaue ich mir jetzt gleich selbst mal an. An diesem Tisch haben einst der König und seine Pokémon gemeinsam gespeist. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen komisch. Ich meine, einige Pokémon können sich hinsetzen, aber... Einige halt auch nicht wirklich. Zum Beispiel bei Bisaknoss. What the fuck?
Es soll immer ein Buch gegeben haben, in dem das Geheimnis zur Wiedererweckung von Pokémon stand. Das ist gewiss nur ein Gerücht, denn ein solches Buch befindet sich nicht in dieser Bibliothek. Wiedererweckung. Was? Ach so, wie geil, Münzamulett. Lol, rein damit, aber sowas von nicht zu gerückt, keine Sekunde, ich das rein tue, dann muss die Flinklaue jetzt auch weichen. Weil das, was hier mit dem Geld abgeht, das ist nicht normal, ey. Geben. Ja, bitte austauschen. Das ist ja total crazy. Oh Gott, bin ich froh, ey. Münzamulett, da kriege ich den doppelten Preis, wenn ich Trainer besiege. Das ist gut. Hatte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, das kam auch sehr überraschend für mich, wie man gemerkt hat. Hallo, Meryl? Ich will mit dir reden. Stopp, Meryl, mir geht die Puste aus. Ja, Meryl jetzt auch ein Feen-Pokémon, hatte ich schon öfters erwähnt, genauso wie Azuril. Azuril ist aber Normalfee, Meryl ist Wasserfee. Für mich ist ein gutes Bett ein Bett, in dem man tief und fest schlafen kann. Egal wie alt oder wertvoll ein Bett ist, wenn ich darin keine Ruhe finde, ist es einfach kein gutes Bett. Das ist absolut richtig. Haben Pokémon in diesem Bett geschlafen? Ja, zumindest sonst vielleicht nicht gerade übertreiben, oder? Ich meine, ja. Achso, da war ich schon, okay. Die Frage ist, da komme ich jetzt wieder runter, wo ich da auch links hätte hingehen können. Tatsächlich, glaube ich. Wäre es so fantastischen Palast geworden, muss ein wirklich außergewöhnlicher König gewesen sein. Okay. Hier vielleicht etwas. Der Besitzer dieses Palastes hat ihn lediglich geerbt. Ob er dieses Erbe auch verdient hat, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Das ist eine Lusche. Ich merk's. Kinder mit bemerkenswerten Eltern haben nicht immer das gleiche Format wie Mama und Papa. In vielen Fällen ist sogar das Gegenteil der Fall. Ja, also ich glaube, der ist eine ziemliche Flasche, der das hier geerbt hat. Zumindest wird er prächtig von seinen Angestellten gedisst. Dieser Palast wurde errichtet, nachdem Kalos einen Krieg gegen benachbarte Länder gewonnen hatte. Damals mussten bestimmt viele Menschen und Pokémon ihr Leben lassen. Benachbarte Länder? Krieg? Okay, wir sind in Europa. Der Bau dieses Palastes war sicher ein großartiger Mensch. Das gesamte Gebäude strahlt solch eine Würde und Eleganz aus. Ja, wie gesagt, unser guter Ludwig. Es heißt, ein König vergangener Tage habe in seinem Garten Feste für jedermann veranstaltet. Ja, auf dem Hof durften Feste natürlich nicht fehlen. Als im Bett des Königs schnitt man bestimmt königlich. Hey, was soll der Horrorblick? Okay, den Witz checke ich jetzt nicht ganz. Eine kuschelige Reiche ins Reich der Träume. Was? Ich penne da jetzt? Boah, wie dreist. Aber gut, warum nicht? Geheilt! Geil. Epic. Okay. Jetzt bin ich aber wieder hier am Anfang, oder? Hinter dieser Tür liegt der Stolz des Palastes. Der viel zu große Palastgarten. Man kann ja ihm von Balkongen mehr so groß in seiner ganzen Pracht überblicken. Der viel zu große also. Mal schauen. Da ist ein Golgantis, hi, und ein Branawarz. Und ich glaube, das soll ein Ritter sein daneben. Okay, der ist wirklich groß. Ich suche hinten. Er hört ja auch nicht auf den Namen. Käuf, Käuf. Butt, Butt, komm her, Käuf, Käuf. Sein liebes Käuflein. Oh, komm doch. Das Kultur des Pokéballs für die Nachwelt festgehalten. Dum, dum. Kann man mit dem reden? Mit dem Gärtner hier? Der Krabbelorn macht es möglich, mit der vor einem Tage zerschneider dornige Bäume zu zerkleinern. Hier im Garten müssen irgendwann ein Exemplar der Form Zerschneider rumliegen. Nimm sie ruhig, wenn du sie findest. Boah, epic. Und? Es ist nur ein Supertrag. Schade, ich hätte schon gehofft. Aber ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall cool, diese Ansicht. Jetzt, wie gesagt, ich finde den Ansichtwechsel wirklich gut. So fühlt man sich hier auch gut zurecht und wir haben vor M01 Zerschneider gefunden. Yes! Und jetzt kommt auch mein Lauch zum Einsatz. Ein Lauch ist ein guter VM-Sklave. Der kann nämlich sowohl Zerschneider als auch Fliegen lernen. Und vielleicht sogar weitere VMs. So, da haben wir die VM1 Zerschneider. Die VMs sind aber, ich sag mal, nicht... Warum kann man hier nicht Zerschneider lernen? Die VMs sind, sagen wir mal, nicht ganz so wichtig wie früher. 50, ich glaube, die Stärke von Zerschneider wurde erhöht. Denn früher von Generation 1 bis 4 konnte man noch jede TM nur einmal beibringen.
Dann war dieses System verschwunden. Bei Zerstreiter war damals das Besondere, oder bei allen VMs, dass man sie mehrmals, einsetzen konnte. Man konnte sie praktisch endlos oft einsetzen. Und wenn ein Pokémon diese Attacke erlernt hat, konnte es sie auch nicht einfach vergessen. Da muss man schon zu einem speziellen Attackenverlerner. Und so verhindern, dass man sich zum Beispiel auf einer Insel selbst einsperrt und dann mit Zerstreiter nicht mehr weiterkommt. Anscheinend hat der König früher alle in diesen Garten eingeladen und Feste veranstaltet. Wartet. Wie viele Menschen und Pokémon sind wohl nötig, um einen so riesigen Garten anzulegen? Ja, das weiß ich auch nicht. Wohin? Vorhin ist ein Käufer von mir vorbei in den hinteren Bereich des Gartens gestürmt. Ja gut, dann schaut sie gut. Das ist tatsächlich Reshiram. Das allen hilft, die nach Wirklichkeit streben. Wow. Also ist es auch hier bekannt. Kann ich jetzt mit Zerschneider nicht zerschneiden? Nee, ich kann da irgendwie nur ganz komisch vorbei. Egal, hier ist ein Pokéball. Ein Gegengift. Aber ja, um nochmal auf diese Tatsache zurückzukommen, wobei ich jetzt total den Faden verloren habe, dadurch, dass ich hier abgelenkt wurde durch Dialoge. Moment. Es heißt, ein König vergangener Tage habe detaillierte Regeln dazu aufgestellt, wann der Garten besichtigt werden dürfe. Da fragt man sich doch, ob es nichts Wichtigeres gab, zu dem er Regeln hätte aufstellen können. Absoluter Pound. Aber ja, wie gesagt, früher konnte man dann diese VMs nicht mehr vergessen lassen, auch heute nicht mehr. Aber seit es TMs mehrmals gibt, kann man auch jederzeit, falls man diese VMs vergessen lässt, sie wieder beibringen. Deswegen, ist es eigentlich, würde ich mal sagen, nicht so nötig. Okay, da ist das Käufer. Ich schaue mich aber hier noch weiter um. Deswegen ist es, würde ich mal sagen, nicht so nötig, dass man diese TM, dass man heutzutage noch VMs hat. Der Schritt in diesem Palast errichten ließ einfach dem König vor 3000 Jahren nach und herrschte allein über ganz Carlos. Wow. Über ganz Carlos alleine herrschen, das ist krass. Hi. Ich wollte immer eine Prinzessin sein, aber jetzt habe ich es mir anders überlegt. Ich würde mich hier ständig verlaufen. Es gibt nicht gerade wenige Prinzessinnen, die sich im Palastgarten verlaufen, das stimmt. Aber ist eine sehr nett grafisch gemacht, gefällt mir super. Und wenn ich diese Sträucher nicht ganz blick, und nicht zerschneidern kann, aber okay. Okay, das war merkwürdig, wie ich da durchgekommen bin. Aber wie gesagt, einfach aus dem Grund, dass TMs der Generation 5 endlos oft eingesetzt werden können, genauso wie VMs, haben VMs nur noch die Nachteile, dass man sie nicht direkt vergessen lassen kann. Natürlich möchte man ja nicht, dass die Leute gefangen werden irgendwo, weil das halt schon wichtig ist. Wie gesagt, Surfer ist der VM, da tut man einfach über dem Wasser surfen. Wenn man dann auf eine Insel surft und dann diese Attacke vergessen lässt, könnte es sein, dass man nicht mehr wegkommt, das ist klar. Aber man könnte es auch einfach per TM wieder beibringen, daher, ja. Die Pokémon-Statue am Eingang des Gartens stellt Reshiram dar und diese hier Zekrom, beides sind legendäre Pokémon der Einhal-Region. Die Kalos-Region und die Einhal-Region müssen früher im Austausch miteinander gestanden haben. Ja, natürlich die USA und Frankreich, das ist doch klar. Das ist Zekrom, jo. Jetzt da, dass die im Austausch waren. Ich meine, komm, French Fries, Liberty Statue. Klingelt's? Ja, okay, Mega Block. Dankeschön. So. Ah, na, Frau. Der Magnum Opus Palast ist der Palast der Paläste. Man könnte sagen, er ist der König aller Paläste. Ein Palast in Vollendung. Ja, gut, so haben wir es ja jetzt auch. Ich habe schon geilere Paläste in RPGs gesehen, aber gut. Was? Süß. Hey, bleib stehen, Käufer. Bitte lauf doch nicht weg. Henischer, hilf mir. Okay, dann gehen wir jetzt auf Hundejagd. Dort drüben geht es zu einer Sackgasse. Wir teilen uns am besten auf und treiben das Käufer dorthin. Ich werde es an der Flucht hindern. Sag mir einfach, wo ich mich hinstellen soll. Zum Beispiel. Dort drüben. Dort drüben. Sag mir Bescheid, wenn du weißt, wo ich mich hinstellen soll. Zu zweit soll das kein Problem sein, dieses kleine Rätsel zu lösen und das Käufer zu erwischen. What the fuck? Okay, bleib mal hier stehen. Wo soll ich warten? Hier soll ich stehen? Verstanden, random Nutz, weil ich so. Und jetzt tue ich das mal hier ein bisschen jagen. Oh. Das Ding ist schlauer, als ich dachte. Das Ding ist halt wirklich schlauer, als ich dachte. Na gut, komm mal mit. Ja. Warte mal genau hier. Vielleicht sollte ich dort warten, wo ich in mehrere Richtungen Ausschau halten kann. Nein, genau hier.
Oh, Mädel. Dann halt hier. Ja. Okay. Jetzt. Jetzt rennt er dahin? Alter, ist der dreist. WTF. Was war der dreiste Socke? Ich fass es gerade nicht. Warum kann diese blöde Kuh sich auch nicht herstellen? Weißt du, was ich denke, Nishara? Bei dem Rätsel läuft es letztendlich darauf hinaus, es in eine Sackgasse zu treiben. Vielleicht wäre es nicht das Beste, wenn ich mich nahe den Eingang stelle. Ach so. Ja gut, dann tun wir dich mal hier hin. Komm. Random Noten-Smiley, okay. Gut, Käufer, dann. Komm her! Dich kriege ich. Alter! Dieses Ding ist dreist, das gibt es gar nicht. Das kriege ich in dem Part nicht mehr hin, Leute. Ich bin zu schlecht dafür. Dieses verdammte Käufer. Okay, vielleicht jetzt. Das von unten kommen. Nein! Ich kann's nicht. Das ist mir zu schwer. Ich check's nicht. Dieses Käufer rennt hin, wo. Wisst ihr, da gab's schon mal ein Rätsel, nämlich bei Porenta. Schau, ich hatte gerade einen Geistesblitz. Wenn ich ihm hier auflaure, schnappen wir es ganz bestimmt. Ich denke, damit haben wir das Rätsel auch so gut wie gelöst. Hier. Hey, Nishara, glaubst du, wir können es so in die Enge treiben? Vielleicht soll ich besser dort drüben warten. WTF? Okay, ich geb's zu, ich bin ein absoluter Buhn hier. Aber nein, es gab schon mal bei Porenta in Holdcore zu Silver, das war aber endlich dann vielleicht zu dem hier. Boah, du Scheißkäufer, du! Bleib doch einfach stehen, du Bastard! Und lass dich einfangen, ey! Alter! Das darf doch jetzt nicht wahr sein! Ah, Moment. Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Jetzt muss die hier warten und ich muss jetzt von links kommen, oder? Bis wir das endlich mal geschafft haben. Alter, was ein Fail. Hä? Okay. Puh, gut gemacht, dann nicht haben wir es. Du bist echt toll, nicht schau in einem Notensmiley. Nein, das bin ich nicht. Und absolut beschämt über diese Leisten tue ich diesen Part hier beenden. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Und ja, bis zum nächsten Mal.